Ja, also ein paar Flausen auch zu viel im Kopf gehabt. Okay. Und So wie du. Du hattest doch auch drei Pfeile im Kopf, ja, ich habe bevor die sogar Sendung fünf Pfeile. anfing. Ich habe sogar fünf Pfeile im Kopf und damit immer noch drei weniger als du, Carsten. Die Admiral-Bundesliga steht an, der achte Spieltag, und wir brauchen dafür einen kompetenten Piefke. Hallo Marcel. Servus und grüß Gott nach München. Jawohl, Servus und Grüß Gott. Und dann erklärst du uns mal kurz deine Statistik vom letzten Spieltag, bitte. Ja, es waren, wenn man es gut mit mir meint, 3 von 6 richtigen Tipps. Wenn man es schlecht mit mir meint, 2 von 5. Denn ein Spiel wurde ja neutralisiert, quasi auf eine 1,0 gesetzt, weil das Spiel unentschieden endete. Obwohl ich Draw No Bet gesagt habe, wo das Unentschieden eben ausgeklammert wird. Ja, an der Stelle aber auch hier nochmal der Hinweis, auch für unsere österreichischen Fans. Alles subjektive Meinungen von mir, das heißt alles persönliche Einschätzungen, die natürlich nicht immer richtig sein müssen. Ich versuche das Ganze relativ statistisch aufzuarbeiten und natürlich noch mit meinen eigenen Eindrücken zu füllen. Und was ihr dann davon mitnimmt, das ist dann eure Sache. Ja, ich hoffe, ich kann euch einfach die ein oder andere Hilfestellung geben. Will mich aber natürlich jetzt für die kommende Sendung, für die kommende Woche in der österreichischen Admiral-Bundesliga gerne verbessern. Und das solltest du beim ersten Spiel Rapid Wien gegen Sturm Graz. Sturm Graz ist gut unterwegs. Also die sind Tabellenzweiter und bei Rapid haben wir schon wieder mal eine kleine Krise. Ja, Rapid Wien schon 8 Punkte hinter Sturm Graz. Das ist, denke ich, die wichtigste Statistik erstmal zu dieser Partie. Denn Rapid Wien hat sich ja schon eigentlich zum Ziel gesetzt, oben angreifen zu wollen. Es wird jetzt vermutlich wieder nicht in Richtung Plätze 1, 2, vielleicht auch nicht in Platz 3 gehen, in Richtung Platz 3 gehen. Aber Rapid Wien, ja, so ein bisschen eine Wundertüte. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben viele gute Spiele gehabt, aber auch viele schlechte Spiele. Letzte Woche gab es ein 3:3 gegen Wolfsberg. Da hat der Spieler Kongolo seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, hat eine rote Karte bekommen, woraufhin dann der WAC das Spiel fast drehen konnte. Haben dann 3:3 gespielt. Der Gegentreffer fiel in der 97. Minute aus Sicht von Rapid Wien, auch extrem ärgerlich. Und jetzt glaube ich auch gegen Sturm Graz werden es die Rapidler schwer haben. Ich sage, dass die Pleckis aus der Steiermark hier mindestens einen Punkt holen. Doppelte Chance x2 und das Ganze kombiniere ich noch mit dem über 1,5 zu einer Quote von 1,78. Der LASK ist Gastgeber für Hartberg. Ja, Hartberg bislang mit einer überraschend guten Saison, muss ich sagen. Ja, also die haben letzte Woche auch schon wieder gegen Austria Wien 2:1 gewinnen können. Doppeltorschütze übrigens, ein Spieler, den du vielleicht auch kennst, nämlich Donis Ahdicay. Ja, der Name sagt mir was. Schalke 04, da verorte ich ihn. Aber so richtig durchgestartet ist er in Deutschland nicht. Nein, und das hat auch Gründe, Carsten, denn wie man in der Fußballersprache ganz gerne sagt, ohne das despektierlich meinen zu wollen, er hat ein paar Pfeile zu viel im Kopf gehabt, ja, also ein paar Flausen auch zu viel im Kopf gehabt. Okay. Und So wie du hattest doch auch drei Pfeile im Kopf, ja, bevor die Sendung anfing. ich habe sogar 5 Pfeile im Kopf und damit immer noch 3 weniger als du, Carsten. Nein, ich sage, dieser Donis Ahdicay hat, wie gesagt, einen Doppelpack erzielt. Allgemein steht er damit symbolisch für die gute Hartberger Saison, für die gute Hartberger Offensive schon viele Treffer markiert und vor allen Dingen sind sie auch auswärts stark. Sie haben nämlich schon aus 3 Auswärtsspielen 7 Punkte geholt. Das heißt, chancenlos werden sie in Linz nicht sein, zumal der LASK am Donnerstagabend ja noch in der Europa League aktiv ist, zu Hause gegen Liverpool, auch ein absolutes Highlightspiel. Danach fällt es dann traditionell vielleicht immer ein bisschen schwieriger, in den Liga-Alltag zurückzukehren. Und deswegen glaube ich, dass Tore fallen werden. Über 2,5 zu einer Quote von 1,57. Austria Wien ist zur Abwechslung auch mal wieder im Krisenmodus und die reisen nach Altach. Altach hat 3 Punkte mehr als die Austria, die gerade mal 5 Pünktchen haben. Ich habe die Ironie, Carsten, bis hierhin gehört, ja, dass Austria Wien mal wieder im Krisenmodus ist. Ja, es zieht sich durch die letzten Jahre, muss man ganz klar so sagen. Auch dieses Jahr. Platz 9 aktuell, 5 Punkte nur auf dem Konto, damit 3 Zähler weniger als Altach, die ja auf Platz 7 liegen, bislang wirklich eine ordentliche Saison spielen. Und das größte Problem der Violetten ist einfach die Defensive. 5 von 7 Bundesligaspielen, wo es mindestens 2 Gegentreffer gab. Und das kann sich natürlich dementsprechend auch negativ auswirken, weil man offensiv mit Tabakovic zu Hertha den wichtigsten Spieler abgegeben hat. Das heißt, offensiv hakt es einfach noch weiterhin. Deswegen muss man eigentlich Defensive verbessern. Weil das allerdings noch Zeit in Anspruch nimmt, glaube ich, dass auch Altach gegen Austria mindestens einen Punkt holen wird. Doppelte Chance 1x zu einer hohen Quote von 1,80. RB Salzburg gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Linz, also eine massive David gegen Goliath-Konstellation, zumal
RB Salzburg ja in der Champions League sehr gut gestartet ist, in Lissabon gewonnen bei Benfica beim ehemaligen Coach Roger Schmidt. Genau, 2:0 Salzburg in Lissabon gewonnen. Torschütze übrigens mal wieder Roko Simic, ja, ein 20-jähriger Mittelfeldspieler, der per Elfmeter getroffen hat in der 15. Minute und der hat auch vor der Länderspielpause schon gegen Rapid Wien zwei Treffer markiert. Ja, das heißt, der nächste Topstar, das nächste Top-Talent, was aus Österreich nachkommt, Roko Simic, sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben, alle mal auf den Notizblock notieren. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts groß zu sagen. Salzburg natürlich der klare Favorit aufgrund der Doppelbelastung. Glaube ich allerdings, dass sie das Spiel jetzt nicht ganz so hoch gewinnen werden. Also es werden keine 5 Tore in diesem Spiel fallen. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen 1,65 Sieg RB Salzburg in Verbindung mit maximal 4 Treffern. Austria Klagenfurt empfängt den Tabellenletzten Lustenau. Ja, und Lustenau ist nicht nur Tabellenletzter, sondern tatsächlich auch die einzige Mannschaft, die noch keinen einzigen Sieg landen konnte. Da hakt es wirklich an allen Ecken und Enden. Klagenfurt hingegen gut gestartet, Platz 5 aktuell, viel Selbstvertrauen und deswegen glaube ich an den Heimsieg der Klagenfurter im schönen Wörtherseestadion. Und dafür gibt es eine Quote von 1,70. Am schönen Wörthersee, das ist der Roy Black der Wettbasis. Ja, wunderbar, Marcel. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Tirol empfängt Wolfsberg und Tirol hat ja den ersten Sieg gelandet. Ja, 3:2 in Lustenau am letzten Wochenende war extrem wichtig. Damit hat man auf 5 Punkte gestellt, ist zwar immer noch ganz tief unten drin, aber zumindest hat man den Anschluss nach oben nicht verloren oder das Tabellenmittelfeld nicht verloren. Und Wolfsberg, ja, für mich so eine Mannschaft, die auch noch ein bisschen schwer zu greifen ist, haben letzte Woche, wie schon gesagt, 3:3 bei Rapid Wien gespielt, haben dabei wirklich auch eine gute Leistung gezeigt. Angeführt wurde diese Mannschaft oder die Offensive von Mohamed Bamba, ja, ebenfalls einem jungen Spieler, 21 Jahre Doppeltorschütze gewesen bei der Partie bei Rapid Wien. Und Carsten, allgemein muss man vielleicht mal eine Lanze brechen für die österreichische Bundesliga, denn es gibt massiv viele Top-Talente, die dann irgendwann vielleicht auch mal den Sprung in große Ligen schaffen. Und das ist wirklich sehr beachtlich und aller Ehren wert. Du sagst es, es gibt da eine beeindruckende Statistik, denn in der Bundesliga in Österreich sind 43% der Spieler unter 24 Jahre, also eine der jüngsten Ligen überhaupt in Europa, und das ist aller Ehren wert. Absolut. Und jetzt haue ich noch den Tipp raus. Ich sage nämlich, dass auch hier Tore fallen werden. Das heißt, ja, dieser Baller-Mythos aus der österreichischen Bundesliga kehrt ein Stück weit zurück. Es werden viele Tore fallen an diesem Spieltag. Und hier in dieser Partie mindestens 3. Dafür gibt es eine Quote von 1,65. Und es sei noch darauf hingewiesen, dass aktuell bei beiden Mannschaften im Schnitt mindestens 3 Tore pro Partie fallen. Wunderbar, vielen Dank, Marcello. Hier ist die Übersicht des 8. Spieltags, die Tipps und Prognosen von Marcel für die Admiral Bundesliga. Und ihr wisst, für die anderen europäischen, großen europäischen Ligen haben wir ein gesondertes Video. Euch ein tolles Wochenende.